Freunde, wir sind jetzt nachts in der Wüste und ich habe keine Ahnung, mal wieder Weg zu finden. Was ist das hier hinter mir? Schaut es euch an! Es sieht aus wie normale Röhren, aber es sind Heygam-Röhren. Alle aufgepasst, meine Freunde, jetzt ist die ultimative Chance, Heygam zu bekommen. Denn wir werden das erste Mal Heygam online verkaufen. Ich krieg täglich irgendwelche DMs. Ey, hier ist es wieder ausverkauft gewesen. Es ist natürlich gerade auch aktuell wieder fast überall ausverkauft. Und deswegen haben wir uns gedacht, zu Weihnachten machen wir eine richtig geile Aktion. Und zwar richtig geile Heygam-Röhren. Guckt euch dieses wunderbare Design an, es ist einfach nur sexy. Und natürlich kriegt ihr nicht nur diese Dose, da ist natürlich auch was drin. Und zwar... 6-mal Heygam, einmal die neue Sorte Berry Boom, einmal die neue Sorte Berry Boom, einmal die neue Sorte Berry Boom und die alten Sorten natürlich auch am Start. Und ich glaube, so sollte wirklich jeder mal die Chance haben, Heygam zu bekommen. Ich hoffe wirklich, dass es ja diesmal nicht nach einer Sekunde wieder ausverkauft ist. Natürlich müsst ihr schnell sein, wir haben jetzt auch nicht einen Riesenbestand, solange der Vorrat reicht. Aber Freunde, ihr kennt mich, das war's natürlich noch nicht. Die ersten Bestellungen kriegen noch eine handsignierte Autogrammkarte dabei und etwas extrem Krankes. Denn eine Person unter euch kann etwas extrem Krankes gewinnen. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt. Wir sind nämlich jetzt verabredet mit einer Goldschmiede, um den ersten goldenen Kaugummi herzustellen, den es jemand auf der Welt gibt. Und der Kaugummi ist nicht nur irgendein Kaugummi, der ist 2000 Euro wert. Das wird richtig krank. Hoffen wir mal, dass es klappt. Wir checken das mal ab. Erst mussten wir einen Abdruck nehmen von einem echten Hey-Kaugummi, um dann echtes Gold in die Schablone reinzufüllen. Es war völlig krank und nervenaufreibend, ob das wirklich geklappt hat. Aber es hat geklappt. Der sieht doch blendend aus. Ja gut, der muss natürlich noch poliert werden, das ist ja klar. Mit ein bisschen Feinschliff war er einfach nur wunderschön. Moritz, bist du bereit? Okay. Zeig. Wow, der erste goldene Kaugummi auf der Welt. Alter, wie krass. Das ist so geil. Jetzt machen wir den Taste-Test. Schau, stell mal vor. Dieser Kaugummi ist gerade mehr Geld wert als mein Leben, wirklich. Das ist krank. Irgendjemand von euch kann diesen Kaugummi nämlich gewinnen. Einer der Bestellungen von den Dosen wird diesen goldenen Kaugummi bekommen. Das ist unfassbar. Ich kann nicht glauben, dass es wirklich echtes Gold ist. Wie viel wert ist das jetzt? Das ist 18 Karat, ne? Und 2100 Euro. Ich kenne keinen anderen YouTuber, der sowas macht. Also, Freunde, geht jetzt auf den Link unten in die Beschreibung. 16.02. Dezember, also heute ist es online. Geht jetzt auf den Link. Oh, der ist so schwer, ne? Ich muss ihn wieder reintun, weil der gehört ja nicht mir, der gehört ja euch. Einer, der diese Dosen bestellt, der bekommt sie. Um teilzunehmen, ihr müsst nur den goldenen Heygam in den Warenkorb legen. Ihr müsst nicht mehr bezahlen, das ist einfach nur, damit ihr beim Gewinnspiel teilnimmt. Schaut euch auf jeden Fall die Teilnahmebedingungen an. Außerdem bringe ich persönlich den goldenen Heygam zu euch. Also ich werde persönlich vor eurer Tür stehen, wenn ihr das natürlich wollt. Freue mich auf jeden Fall, ey, das ist krank, krankeste Aktion ever. Also checkt es auf jeden Fall ab. Der Link ist unten in der Beschreibung. Was ist das denn hier für ein Raum? Wo sind wir hier? Was ist denn hier los? Wir sind aus dem Arabischen Meer zurück. Wie ihr wisst, habe ich sie letzte Woche mit einem richtig kranken Urlaub überrascht, wovon sie nichts wusste. Und jetzt seht ihr den Teil 2, was noch alles passiert ist dort. Und es ist wirklich einiges passiert. Ich zeige euch jetzt mal die geisteskranke Story, was passiert ist alles noch dort. Und zwar wollten wir auf einen normalen arabischen Markt gehen. Und ich wusste nicht, dass es eine komplette Eskalation dort ist. Die Leute haben hier wirklich versucht, die ganze Zeit irgendwas anzudrehen. Das war so eine ganz enge Gasse. Und die ganze Zeit die Leute mit irgendwelchen Hüten. Und am Ende hatte ich 10 Hüte auf. Hallo. No, I don't want. Was ist das denn? Man kommt hier gar nicht durch. Mein dritter Hut, den ich anhab, Digga. Mein dritter Hut. Oh, I don't want. Digga, vierter Hut. War auf jeden Fall ein ganz entspanntes Kauferlebnis. Wir sind dann erstmal zurück aufs Schiff gegangen und dort gab es eine richtig kranke Party. Aber ohne Musik. Was ist das denn? Leute, wir sind hier gerade auf einer Disco, aber die Leute haben keine Musik, sondern die hören die Musik über Kopfhörer. Oh nein. Mir geht's heute gut und dir? Auch. Hast du heute schon gekackt? Ja. War der Schiss gut? Ja. Dann war auch schon unser letzter Tag und da mussten wir nochmal richtig die Sau rauslassen. Ich wollte das erste Mal die Wüste sehen. Und dann haben wir so einen Guide gefunden, der uns meinte, ja, ich bringe euch in die Wüste, kommt einfach mit uns mit. Dann sind wir ganz normal gefahren, haben ein bisschen unsere Musik angemacht, haben ein bisschen deutsche Musik gezeigt. Okay, Freunde, die Straße ist weg. Ist das noch die Straße? Ich habe noch nie mal neben der Wüste gesehen, das ist so krank. Oh nö. Einmal macht er seine Musik an, fährt nicht mehr auf der Straße, sondern geht einfach rechts auf die Wüste drauf und dann sind wir einfach in der Wüste drin gewesen. Oh nein. Yalla. Oh mein Gott. Und auf einmal fährt er so eine unfassbar hohe Düne hoch. Und dann ist einfach die Aufnahme abgebrochen, weil es so krank aufgeschlagen ist. Aber ich glaube, das sagt alles. Dann haben wir einfach mitten in der Wüste irgendjemanden getroffen, der einfach liegen geblieben ist, weil seine Reifen explodiert sind. Und irgendwann hat er dann einfach die Türen aufgemacht und meint so, go outside. Wie soll jetzt hier rausgehen? Make pictures. Make Fotos. Und wir so, okay. Ich hab dann das gemacht, was ich am besten kann. Ein Vollidiot sein. Ich bin der Sandmann.
Und er wollte so ein Video haben, wie sie cool den Sand runterläuft. Aber das ist echt elegant. Dann ist es auch schon mittlerweile Nacht geworden. Wir sind in irgendeinem Camp gewesen und wir haben uns gedacht, jetzt wollen wir mal nachts in der Wüste sein. Sind einfach von dem Camp weggelaufen und dann sind irgendwo in der Wüste rumgerannt. Das war richtig dumm. Gerade nachts in der Wüste. Pass auf, ich bin... Oh, ey, ist das krank. Man kann nichts sehen, Alter. Das ist so heftig. Wir sind gerade nachts in der Wüste. Man sieht nichts. Man sieht einfach nichts. Und auf einmal haben wir das Camp nicht mehr gesehen. Wir haben uns komplett verlaufen. Freunde, wir sind jetzt nachts in der Wüste und ich habe keine Ahnung mehr, wie der Weg zurückgeht. Keine Ahnung mehr, wie es zurückgeht, Leute. Es ist kein, also ich weiß nicht, wo könnte unser Camp sein. Keine Ahnung. Lass mal. Oh, oh, da ist es ja. Ja, total verlaufen. Schlange, 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 Schlange. Doch, der Tag war noch nicht vorbei. Wir sind dann am Abend noch in die Stadt reingefahren und es war wirklich geisteskrank. Ich hab noch nie so eine Stadt gesehen. Das ist komplett gestört. WTF, wir sind in Disneyland. Was geht hier ab? Tschüss. Was ist das denn? Also diese Stadt ist wirklich, was ist das? Ich finde das einfach nur wirklich gruselig, wie krass das da alles aussieht. Also ich finde das wirklich heftig. Hä? Ja, wir haben uns dann so Wasserspiele angeguckt. Was geht hier ab? Ich hab Gänsehaut. So geil. Unser Gänsehaut. Alter. Es war erst so mega schön und auf einmal kommt ich jetzt komplett auf uns. Ah, nein. Dann war die Abreise, meine Freunde. Wir mussten nach Hause. Wir waren, glaube ich, mittlerweile einfach schon zu lange auf dem Schiff. So ist das schon völlig durchgedreht. Vor sich hergesungen. Ich hatte schon ein bisschen Angst gehabt. Es war auf jeden Fall Abreisezeit. Wir haben das Schiff noch ein bisschen erkundet. Wir haben noch ein paar Sachen gefunden, wo ich echt dachte, hä, was ist das? Einfach klettern. Ich sage, jetzt gehen wir noch eine Runde klettern. Das ist da ganz oben hin schaffe, wer weiß. Und sieht dein Po. Upsi. Ja, wow. Konnte klettern. Und auf einmal habe ich in dem Shop auf dem Schiff einfach noch meine Kaugummis gesehen. Die haben einfach meine Kaugummis verkauft. Was ein durchschnittlicher Shop. Also wirklich sehr. Ja, jetzt packen wir einfach, lass mich mal Fisch. Danke. Wunderbar. Ja, da haben wir natürlich nicht gesehen, dass es hier Heygam gibt, Freunde. Wie wunderbar. Wow. Sogar an Bord des Schiffes. Das war sicherlich nicht gefaked. So, dann haben wir abends noch ein schönes Glas geklaut, ne? Muss man ja auch noch mal mitnehmen, ne? Damit man ein bisschen das Urlaubsgeld ein bisschen aufbessert, ne? So, er hat geklaut. Zeig mal. Das war keine Absicht. Ja, ja, ja. Und es geht runter und nach Hause. Oder vielleicht auch nicht. Aber war das dann auch wirklich das Ende der Reise? Wer war? Wir waren auf jeden Fall erstmal wieder. Nein, war es nicht. Zoe wusste von gar nichts. Wir waren erstmal wieder im verregneten Deutschland. Freut man sich doch einfach mal wieder in Köln zu sein. Wirklich einfach herrlich. Ah, ist das herrlich. Wir waren erstmal wieder im verregneten Deutschland, aber nicht lange. So, endlich wieder angekommen. Wie fühlt es sich an? Gut. Warum filmst du? So, drin. Und jetzt können wir direkt wieder umdrehen. Direkt umdrehen. Nein. So. Warum? Mit dem Koffer wieder raus. Warum? Warum? Wir sehen uns nächste Woche, meine Freunde. Es wird krank. Rechts auf die Wüste drauf und dann sind wir aber in der Wüste drin gewesen. Sehr gut, so, ich mach's das, sehr gut.